Yo, Miente, das ist Kenan Yildiz. Die meisten von euch können sich bestimmt noch an das legendären Video vor 3 Jahren erinnern, als ich mit ihm und Yusuf das Video gedreht hatte. Kurz danach hatten wir uns ja nochmal bei einem Fußballturnier gesehen, seitdem sind aber auch schon wieder 2 Jahre vergangen. Nun habe ich mich wieder mit Kenan getroffen und wir haben unter anderem über seine bisherige Karriere, Ziele und vieles mehr gesprochen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit Kenan featuring Kubanito. So, Miente, wir sind auf dem Fußballplatz angekommen und ihr könnt sehen, rechts steht da neben mir Kenan, nice dich hier zu haben. Okay. Auf jeden, ich glaube das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war vor 2 Jahren. Ja. Ja, das allererste Mal war ja das Video, wo wir gemeinsam gemacht haben und dann das Turniervideo vor 2 Jahren. Leute, ihr könnt sehen, mittlerweile Veränderung, er ist einfach größer geworden als ich. Und ja, als allererstes, Kenan, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Mir geht's super, danke. Und dir? Easy, entspannt. Leute, nicht so mega das Top-Wetter, aber wir machen auf jeden Fall das Beste daraus. Ich sage auch hinter der Kamera, vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich sehr, sehr gerne schnell vor, mit Name, Alter und ja, auch gerne kannst du erzählen, so wo du angefangen hast, Fußball zu spielen. Und ja, wie es auch dazu gekommen ist. So, alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Kenan Yildiz, ich bin 15 Jahre alt. Genau, ich habe Fußball begonnen beim SV Saarland in Regensburg. Dann bin ich zum Jahn gewechselt und jetzt bin ich hier bei Bayern, schon seit knappe 10 Jahren. Genau. Ja, und wie kam das so mit diesem Fußballspielen? Warum wolltest du Fußball spielen? Gab es da irgendwie einen Spieler, zu dem du hochgeschaut hast? Oder war vielleicht der Papa die Motivation bei Kenan? Oder? Also damals war es halt so, ich habe nur auf Spaß Fußball gespielt und da hat mein Papa halt schon gemerkt, dass ich das drauf habe, Talent und sowas. Genau, und dann durch ihn habe ich angefangen zu trainieren, schon mit ganz jungen Jahren, mit 4 oder so. Und genau, da habe ich damals noch bei Saarland gespielt und er hat mich so inspiriert, genau. Okay, und wie kam dann das mit dem FC Bayern München zustande? Weil ich meine, man kann nicht einfach so bei Bayern München spielen. So, wurdest du da gescoutet oder wie kam das zustande? Also ich bin jetzt seit 2012 Mitglied und genau, und ja, wir hatten mal ein Hallenturnier damals mit Jan Dingsburg. Da haben wir dann ein Spiel gegen Bayern München gehabt und da habe ich echt gut abgeschnitten, habe 2 Tore gemacht in 3 Minuten in der Halle. Und da sind die dann aufmerksam auf mich geworden, durften ein Probetraining machen und seitdem bin ich beim FC Bayern. Okay, nice. Und wie viel, weil ich denke, sehr, sehr viele Jungs da draußen wollen wissen, ja, wie das so ausschaut. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, so wie dein Wochenrhythmus ausschaut oder dein Wochenablauf? Ja, also normalerweise haben wir montags bis freitags um 17 Uhr jeden Tag Training. Mhm. Und es gibt manchmal ein paar Umstände, aber das ist jetzt eigentlich nicht so relevant. Und genau, ich habe ganz normal in der Früh Schule und danach gehe ich dann eigentlich zum Training. Das war's dann. Okay, aber du bist jetzt nicht auf irgendeinem Internat oder so, ne? Nein, ich wohne ganz normal bei meinen Eltern, mhm, weil ich hier in München, außerhalb von München wohne. Ja. Genau. Okay, und wie würdest du für die Leute da draußen dein Spielstyle beschreiben? Ich glaube, du hast sehr, sehr gerne diese Körper finden. Und man kann schon fast ein bisschen sagen, so Straßenkicker. Hast du auch diese Skills vom Bolzplatz? So? Hat das auch für dich so eine Rolle gespielt, oder? Ja, schon, weil ich bin halt damals mit ganz jungen Jahren, habe ich schon mit 15-Jährigen, also wo ich 6 oder 7 Jahre alt war, durfte ich mit 15-Jährigen bis 20-Jährigen mitspielen. Und habe das recht gut gemacht. Und dadurch habe ich eigentlich meinen Fußball gelernt. Mhm. Okay, meinen eigenen Stil. Und die meisten schätzen mich damit arrogant ein, aber ich setz mir die höchsten Ziele, die es gibt. Ja, muss man. Mein Ziel ist, irgendwann den Ballon d'Or zu gewinnen. Okay, Statements. Ja. Okay, ja, Leute. Kann möglich sein, wenn man hart arbeitet. Und was der Junge drauf hat, Leute, das kann ich jetzt mal einblenden. Die Challenge kommt dann auf jeden Fall noch. Und der hat einen Schuss rausgehauen, den wir heute Morgen gedreht haben. Eieiei, madre mia, Leute. Also. Nein! Oh mein Gott! Leute, was geht ab, Mann? Krass. Fertig, oder? Erster Take, meine Damen und Herren. Der Junge hat es auf jeden Fall drauf. Ob er dann den Ballon d'Or holen wird, von meiner Seite natürlich, wir gönnen ihn vom Herzen.
Und ja, aber ich finde das eine super Einstellung. Das braucht man Leute auf dem Platz. Ich meine, wenn du nicht selbstbewusst bist, dann kannst du es direkt sein lassen. Eben, ne? Ja. Und ja, wie gesagt, Bayern München, so wie gehst du um mit diesem Leistungsdruck? Ich meine, ich denke auch zurück, ja, an diese ganzen Videos, die wir gedreht haben. So, hast du da auch so gemerkt, dass da der Fame-Grad von dir gestiegen ist, dass die Leute mehr von dir erwarten so? Ja, also schon, damals hatte ich ja ein Merkur-Cup-Video, da habe ich halt gute Leistung gezeigt, da ist ein Video dann hochgegangen auf YouTube. Stimmt, das hat ja auch schon eine Million Klicks, ne? Und seitdem bin ich eigentlich bekannt geworden, daraufhin ist halt Kuba auf mich aufmerksam geworden oder beziehungsweise wir haben gegenseitig gestreamt und dann sind wir zum Turnier. Gemeinsam mit Yusuf, ja, geschrieben. Ja, ja. Und dann genau, und so haben wir uns kennengelernt. Dadurch ist auch der Fame ein bisschen angestiegen. Aber ich finde, mit dem Druck kann ich gut umgehen und mir gefällt sowas. Okay. Also hat es dich nicht genervt, dass Kinder zu dir gekommen sind nach Bilder? Nein, auf keinen Fall. Okay. Also mir gefällt sowas. Okay, super. Ja, also auf jeden Fall von Vorteil, wenn man Profi werden will. Und was sagst du denn so? Wer sind so deine Vorbilder? Oder zu wem guckst du hoch? Guck deinen Kennern hoch? Also ich schaue zu Messi, Ronaldo, solchen Leuten hoch, genau, die an der Topspitze sind. Daran setze ich mir ein Ziel, versuche das zu schaffen. Und in-game eher Tor oder Assist? Also meiner Meinung nach schon eher Tor, weil dieses Tor führt zum Sieg. Der Assist zwar auch, aber in dem Artikel wird dann niemals der Assistgeber dastehen, sondern immer der Torschütze. Genau. Okay, ja, und wie schaut es denn bei dir aus so in Zukunft? Was sind deine Pläne? Also meine Pläne sind, in den nächsten Jahren meinen Profivertrag zu unterschreiben. Und genau, Profi zu werden, das ist mein größtes Ziel. Das ist dann mein Kindheitstraum. Daraufhin habe ich halt sehr, sehr viele Jahre darauf hingearbeitet. Genau. Okay, nice. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, weil das sind so viele junge Talente da draußen, die ja vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, sich auf jeden Fall wünschen würden, in deiner Position zu stehen. So. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was braucht es, um bei so einem Verein zu spielen oder ja, genau. Ja, man darf niemals aufgeben. Es gibt immer harte Zeiten und in diesen harten Zeiten zeigt sich, wer dafür geschaffen ist, Profi zu werden. Genau, niemals aufgeben. Das ist mein Wort. Sehr gut, Leute. Und damit würde ich auch sagen, das war's. Niemals aufgeben, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo wir die Challenge gedreht haben, Schüsse und so weiter und so fort. Ich glaube, ein paar Sachen habe ich jetzt auch eingeblendet. Und ja, dann würde ich sagen, Kenan, dir viel, viel Erfolg weiterhin. Danke. Gib Gas. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Leute, für euch da draußen, wisst Bescheid, abonnieren, Glocke aktivieren, checkt Kenan ab. Checkt auch gerne Isaac ab hinter der Kamera, der das Ganze super aufgenommen hat. Lasst einen Daumen nach oben da und ja, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.